Felix und der Hawk. Ja. Hast du das schon gehört, sag mal, von Tante Enzo? Ja, da habe ich gleich von gehört. Da ist so ein Laden, er sagt irgendwas. Ja, die wollen nach Akstedt kommen. Ja, das wäre ja mal was. Wenn die nach Akstedt kommen, das soll aber ja sowas sein wie so eine Genossenschaft. Ja, aber das ist ja nicht das Schlechteste, oder? Nee, hundertprozentig. Endlich tut sich mal was hier in Akstedt. Und das soll ja so ein Laden sein. Das soll ja so ein Laden sein wie Edeka. Da so hier Hamburg, ehemals Schlön, die alles, die sollen alles haben. Ich habe da Bilder von gesehen, da waren ja welche schon mal unterwegs, die sich das beguckt haben, Tante Enzo, und ich war begeistert. Da ist alles, was du brauchst, ist da drin. Da ist Grundversorgung, also hier Mehl und all so ein Kram. So ein, also kriege ich auch eine Politier. Oder wir, gar kein Thema. Also das, was ich gesehen habe, was es da zu trinken gibt und auch überhaupt an Produkte, das können wir beide nicht aufessen und auch nicht austrinken. Ja. Aber wir können aber schon ein bisschen was. Ja, wir können. Ja, klar. Aber auf der anderen Seite ist ja auch, diese Produkte, die da jetzt in den Laden angeboten werden, da kannst du ja mehr oder weniger ein bisschen mitbestimmen, was da so reinkommt. Da kommen regionale Produkte rein. Ob das jetzt vom Nudelmarkus oder ob das jetzt von der Kaffeerösterei ist oder vom Schlachter. Regional wird sehr viel Wert drauf gelegt. Aber auch andere Sachen eben halt, die in so einem Sortiment von so einem Edeka-Laden drin sind. Das ist auch hundertprozentig, oder? Ja, das ist eine feine Sache. Ja, aber wie viele Leute brauchen wir dafür? Was machen wir? Ich hab mir sagen lassen. Ich habe mir sagen lassen, das soll ja so wie so eine Genossenschaft sein und da brauchst du eben halt 300 Mitglieder für. Und diese Mitglieder, jeder bezahlt 100 Euro als Start und wenn du eben halt diese 300 Mitglieder zusammen hast, dann wird losgelegt, entweder bauen die neu oder renovieren irgendwie einen alten Laden oder ähnliches. Und das Schöne ist ja, wenn du denn nachher auch einkaufen tust, ach so, habe ich ganz vergessen zu sagen, kannst du jeden Tag einkaufen. Nee. Tag und Nacht. Kannst du dahin, wenn du berufstätig bist, dann brauchst du dich an irgendwelche Zeiten nicht mehr halten. Kannst du zu jeder Zeit hin und kannst einkaufen, was du willst. Das ist doch hundertprozentig. Ja. Peter, dann müssen wir das doch allen Aktivisten erzählen. Ja, hundertprozentig müssen wir das. Da müssen wir ein bisschen Werbung für machen und auch Mitglied werden. Ich bin schon Mitglied. Tante Enzo will nach Akstedt. Peter, ich bin dabei. Guck mal, ich bin auch schon Mitglied. Oh, du auch! So, 100%. Also Leute. So wird das was. Okay.